Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Diesmal hier wieder in der alten Mine, so wie ich es beim letzten Mal versprochen habe. Und hoffentlich in ein bisschen flüssiger und ein bisschen problemfreier und... Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass hier Pilze sind. Die habe ich beim letzten Mal total vergessen. Ja, ich habe nämlich am Wochenende endlich mal mein Upgrade auf Windows 10 ausgeführt, weil ich die ganze Zeit noch Windows 8.1 benutzt habe und wollte dann Gothic starten. Und was passiert? Gothic läuft nicht mehr. Tja, und bevor ich jetzt weiter erzähle, möchte ich erstmal noch kurz mit dem Templer hier reden, weil ich beim Erzählen dann gerne runtergehen würde. Denn, falls ihr euch erinnert, wir haben von Khor Kalom den Auftrag erhalten, hier in die alte Mine zu gehen und zu schauen, ob es nicht irgendetwas gibt, was man von den Minecrawlern noch verwenden könnte, zum Beispiel ein Nest oder so. Denn sie benutzen ja ein Sekret, das sie aus den Zangen der Minecrawler gewinnen für irgendeine Anrufung. Allerdings ist das Sekret nicht stark genug, aber es muss irgendwas anderes geben und danach wollen wir suchen. Und wir sollten deswegen mal mit den Templern darüber reden. Redest du nicht mit mir? Doch, tut er. Ich bin auf der Suche nach dem Crowner-Nest. Wende dich an Gor Navit, Gor Nakosh oder Gor Nabar. Die kennen sich da unten bei den Quarlern besser aus als ich. Werden wir machen. Bis dann. Ja. Möge der Schläfer erwachen. Also, wie gesagt, Gothic startete nicht mehr und ich dachte mir erst, super, kannst du nicht weiterspielen. Hab dann ein bisschen nachgeforscht und hab's dann irgendwie dann hinbekommen. Ich musste noch einen weiteren Mod installieren. Also ich habe erstmal das Spiel komplett neu installiert. Hatte es dann natürlich erstmal wieder auf Englisch. Aber ja klar, weil ich die englische Version installiert habe und habe mir dann gedacht, super, nochmal deutsche Version installieren. Jetzt habe ich einen anderen Mod drauf. Ich habe nicht mehr den FPS-Unlocker drin, weil das in diesem Mod-Kit, das ich jetzt drauf habe, ich mir gerade hier zu viel rum, finde ich. Weil das auf jeden Fall mit drin ist. Das heißt, ich habe jetzt hier schöne, knackige 30 Frames pro Sekunde. Also, es würde sogar auf 60 laufen, aber für 60 Frames die Sekunde ist meine Festplatte leider nicht schnell genug. Und schon wieder das furchtbar. Auf jeden Fall lief es dann und ich war hier in der alten Mine und hatte dann das Problem, alles hat geflackert. Also, die Feuereffekte haben geflackert und noch viel schlimmer, meine Menüs haben geflackert, mein Inventar hat geflackert. Alles hat geflackert, unten irgendwelche Spinnenweben haben geflackert. Das heißt, der halbe Bildschirm war nur noch flackern. Das ging einfach gar nicht. Deswegen habe ich nach 8 Minuten eine Aufnahme nochmal abgebrochen, die ich gerade eben schon mal gestartet hatte. Und habe noch ein bisschen herumexperimentiert und geguckt und geschaut und irgendwie hat alles nicht funktionieren wollen. Jetzt habe ich aber, wie ihr sehen könnt, offensichtlich eine Möglichkeit gefunden, das Ganze ohne Flackern aufzunehmen, indem ich einfach im Fenstermodus spiele. Ist zwar für mich nicht ganz so angenehm, aber egal. Hauptsache, das Video sieht hübsch aus, nicht wahr? Ja, so wie mal zur technischen Seite und zu dem ganzen Hintergrund und so. Und ja, Hauptsache, ihr könnt das Spiel jetzt genießen ohne dieses ständige Flackern. Also ihr müsst euch vorstellen, die Flaggen hier haben, also diese Banner haben geflackert, die ganzen Feuer haben geflackert und es war echt nicht auszuhalten. Und es scheint irgendwie ein Problem mit meinem Aufnahmeprogramm zu sein. Aber im Fenstermodus klappt's und sobald wir aus der alten Mine wieder raus sind, kann ich auch wieder im Vollbildmodus spielen. Und von der Auflösung her ändert es ja eigentlich auch nichts für euch. Deswegen alles gut. Wollte ich nur gerade mal von der Seele reden. Ja, es ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, jetzt mit Ian zu reden, wenn wir irgendetwas über das Nest der Minecrawler herausfinden wollen. Denn wenn er hier so der Boss der Mine ist, dann weiß er vielleicht etwas darüber. Für Gomez. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Na super. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Ja gut, dann werden wir uns mal umschauen müssen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, hoffe ich. Ja, wir werden erstmal die Templer suchen und mit denen reden, mit Gorna
irgendwas. Es waren ja drei verschiedene, mit denen wir uns unterhalten sollten. Und der erste von denen steht auch schon hier, nämlich Gorna Bar. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler. Ach, das hatte ich doch gerade schon. Na gut. Möge der Schläfer dich schützen. Das war jetzt irgendwie nicht besonders hilfreich. Hast du noch irgendwas zu sagen? Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Minecrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Genau, für den sind wir ja auch hier. Wir sind zwar Schatten, aber wir wollen ja immer noch für Raven und damit in Verlängerung für Gomez herausfinden, was die Sektenspinner überhaupt vorhaben. Ja, und ihr seht hier diese ganzen Weben an der Wand, ne, das ganze weiße Zeug. Das hat alles geflackert, auch das da hinten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das die ganze Zeit flackert, das sieht wirklich nicht schön aus. Ja, wir sind jetzt auch stark genug, um uns mit den Crawlern anzulegen. Und eigentlich ist das immer so eine kleine Barriere hier. Zumindest habe ich das so empfunden, als ich Gothic das erste Mal gespielt habe. Und ich bin hier in die Mine gegangen und die Crawler haben mich einfach zerfetzt. Ich bin wirklich nicht gegen die klargekommen, musste erstmal nochmal rausgehen und irgendwo Scavenger jagen, um ein bisschen stärker zu werden, bessere Ausrüstung zu kriegen. Aber da wir ja schon den Furchtbringer haben, das ist ein Schwert, das man eigentlich erst im dritten Kapitel kaufen kann. Und wir sind ja erst im zweiten Kapitel. Und dadurch, dass wir die Schattenrüstung haben, also die beste Rüstung, die wir momentan haben können, wir haben ja von der Schattenkluft auf die Schattenrüstung irgendwann mal aufgerüstet, kommen wir eigentlich ganz gut mit den Viechern klar. Also ich habe das gerade eben in der Testaufnahme, habe ich bis in diese Höhle gespielt und habe dann gemerkt, ja, wir sind ziemlich stark. Apropos stark, wir haben ja auch noch diese zwei Ringe der Kraft ausgerüstet, die uns auch noch mal ein bisschen Stärke-Bonus geben. Und damit sind wir auf 54 Stärke, 100 ist das Maximum und damit kommen wir, sind wir ganz gut dabei. Also wenn wir uns mal anschauen, so ein Minecrawler hier, tot. Einfach tot. Und ja, die machen uns auch nicht besonders viel Schaden, also damit kann ich gut leben. Wie gesagt, normalerweise sind diese Viecher eher eine kleine Herausforderung, aber nicht für uns. Und das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Und da das jetzt alles nicht mehr flackert. Also eigentlich hatte ich die Aufnahme hier dann beendet und habe gesagt, Leute, das geht so mit dem Flackern nicht. Ich will erst herausfinden, ob das so richtig funktioniert. Aber dann habe ich mir gedacht, ich will euch nicht 8 Minuten... Was, warum zieht ihr da hinten ein Schwert? Was geht ab? Da kommen doch nicht etwa irgendwelche Crawler raus, oder? Das kann nämlich passieren, dass hier manchmal einfach aus irgendwelchen Höhlen die Crawler rauskommen. Ja, also die da hinten sind tot, da müsst ihr jetzt nicht hinrennen. Um die habe ich mich schon gekümmert. Ja, egal. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, ich dachte mir dann, 8 Minuten Video mit flackerndem Hintergrund und so, das möchte ich euch nicht antun. Deswegen nehme ich das jetzt einfach nochmal auf und ich meine, bis hierhin war es ja kein weiter Weg. Von daher ist das alles gut. Und ich kann euch ja dann irgendwie am Ende des Videos nochmal eine kleine Bonussequenz zeigen für 5 Sekunden oder so, wie es denn hier tatsächlich ausgesehen hat. Damit ihr dann seht, okay, das wollt ihr nicht sehen. Die geben auch gute Erfahrung, die Viecher. Und ich glaube, ich habe den Blutmodus noch auf Maximum, was ich ja eigentlich ausgestellt hatte. Aber zur Not kann ich das wieder umstellen. So, wir haben einen Ring gefunden. Und das war wohl ein Flammenschutzring. Schutz vor Feuer 3. Na gut, nehmen wir mit. Können wir jetzt aktuell noch nicht so wirklich gebrauchen, aber später vielleicht. Da geht's hoch. Da oben waren wir, glaube ich, schon. Da ist eine Höhle mit mehreren Butlern. Also so eine Nebenhöhle, wo wir hingehen konnten. Und dann war da einer, der uns Dietriche verkauft hat. Ich glaube das... Nee, Quatsch. Dietrich hat uns den Butler ganz oben verkauft. Auf jeden Fall war da einer, der hat uns Hinweise verkauft. Und irgendwie sind wir da auch an einen Schlüssel gekommen, um eine Truhe zu öffnen. Da mussten wir dann erst einen Gardisten weglocken. Und da geht's runter. Oh, ich sollte vorsichtig sein. Ich speichere mal lieber ab. Nicht, dass ich dann da runterfalle.
Und da sieht, der ist gerade ein Minecrawler langgelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, weil hier diese Grafik war im Weg. Das ist auch eine kleine Holzplattform. Da werden wir gleich noch hinkommen. Also ich möchte jetzt nicht hier diese vertikalen Schächte bereisen, denn das ist keine gute Idee. Da fallen wir nur runter und brechen uns alles und sind tot und dann darf ich das Spiel laden. Das bringt halt einfach nichts. Ja, also hier war schon mal kein Zahnrad und auch kein Nest der Minecrawler. Deswegen gehen wir einfach mal noch ein Stückchen weiter runter und schauen uns an, ob wir da noch irgendetwas finden. So, ich möchte mal hier unten gucken. Ich glaube, da unten war es, dass irgendwo dann Minecrawler rauskommen. Und ich würde natürlich schon gerne die entsprechende Erfahrung haben. Was geht denn da unten ab? Schaut euch das mal an. Die Butler sind irgendwie im Laufen eingefroren. So, möchte ich da rein? Später. Ich möchte erstmal nach unten und gucken, ob ich in diesen Eingang rein kann, wo die Minecrawler rauskommen. Und möglichst viele davon für mich selbst umhaue. Das wäre schon schön. Ja, mit den ganzen Templern hier, da sind Gorna Kosch und Gorna Vit, mit denen wir dann noch reden wollten. Mit denen rede ich später. So, ich glaube, einer von diesen beiden Gängen war das. Ich werde mal nochmal schnell speichern. Und dann gehen wir einfach mal hier rein und schauen uns an. Grobes Schwert. Schauen uns an, was wir da so tun können. Okay, da sind überhaupt keine Crawler zu sehen. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Dafür noch ein paar Kräuter und ein Pilz. Hallo? Da sind Crawler. Oder zumindest... Oh, ich wollte sagen, zumindest einer, aber das sind sogar mehr als einer. Komm her! Oh ja, das sind sogar... Level up, sehr schön. Ist ja sogar eine ganze Horde hier. Ich weiß gar nicht, ob man Minecrawler in Horden einteilt. Ich weiß aber allgemein nicht, wie das bei Insekten ist. Zum Beispiel bei Ameisen. Also sie erinnern ja schon ein bisschen an Ameisen oder Termiten. So, aus einem Minecrawler, das waren doch vier. Genau, da kann ich die Zangen auch noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie das... Also klar, Termiten haben dann so ein Termitennest, aber nennt man dann mehrere Termiten einen Stamm? Oder wie läuft das ab? So, hier noch alles ruhig in der Höhle? Scheint der Fall zu sein. Also ich hatte schon mal, dass ich zuerst in den Gang reingegangen bin und dann kamen hier alle Minecrawler raus, warum auch immer. Die haben mich anscheinend gesehen und haben dann hier die Gardisten und Butler umgehauen. Das fand ich dann nicht so witzig. Beziehungsweise die Gardisten haben dann die Minecrawler umgehauen. Und wer das passiert, hätten wir jetzt die Stufe bekommen, ja? Welchen Level haben wir überhaupt? 9. Oh. Ich dachte, wir wären schon höher, um ehrlich zu sein. Aber gut. Wir kommen trotzdem sehr gut mit den Viechern klar. Okay, ich höre da hinten, dass irgendwelche Schwerter gezückt werden. Das ist kein gutes Zeichen. Egal, wir suchen erstmal schnell die Minecrawler, dann gehen wir nochmal schnell zurück. Nein, ich will nicht die Pfeile aufheben. Also ich möchte sie schon aufheben, aber ich möchte sie später aufheben. Ich möchte erst den Minecrawler ausnehmen, denn es kann sein, dass der despawnt, wenn ich hier rübergehe. Und das wäre doof. Aber hier scheint immer noch alles ruhig zu sein. Das ist doch gut. Okay, wisst ihr was? Dann reden wir erstmal mit den Templern, gucken uns dann hier diese Nebenhöhlen an, Nebenschäfte. Schafte? Ich weiß es nicht. Es klingt immer so ein bisschen pervers, wenn man das sagt, auch wenn es eigentlich nichts dabei ist. Na, da gibt es diesen Spruch, ein Schelm ist, wer böses... Nee, doch, ein Schelm ist, wer böses dabei denkt. So oder so ähnlich. Ja, und dann gehen wir auf jeden Fall da hoch in die andere Höhle noch und irgendwo werden wir dann sicherlich einen kaputten Stampfer finden. So, reden wir erstmal mit dem Templer ohne Namen, wenn er sich den ansprechen lässt. Sehr elegant vom Stuhl aufgestanden. Was liegt an? Hör mal, musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Ich muss nicht, aber ich habe sehr viel Spaß daran. Bitte was? Ja, ich stecke ja meine Waffe schon weg. Keine Sorge, Gornavid. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ja, das bezweifle ich nicht. Aber vielleicht hätte ich auch dir die Fresse poliert. Wobei, drei Templer gegen mich, ich glaube, das wird kritisch. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden.
Ich glaube, ich habe das Wort Schaft mit dem Wort Schacht verwechselt. Kann das sein? Ja. Der Schläfer erwache. Lass mich vorbei. Deutsche Sprache 1, Superfax 0, würde ich mal sagen. Na? Ich kann ihn nicht anvisieren. So, jetzt aber. Was machst du hier? Ich jage Mindcrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Das kriege ich hin. Na gut, dann schauen wir uns nochmal die Höhlen an. Dafür mache ich mir aber eine Fackel an. Denn da war es doch durchaus ein bisschen dunkel. Und ich würde gerne alles mitnehmen, was da so rumliegt. Ah, das ist schon besser. Jetzt kann man hier wenigstens auch was erkennen. Oh, da liegt sogar ein Bogen. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ein Knochenbogen. Naja, Bögen benutzen wir ja nicht. Also ich zumindest nicht. Wenn ihr mal, ich weiß nicht, ob ihr auch das Gothic Let's Play von der Madame Bernstein mitverfolgt. Die ist ja dem Sektenlager beigetreten und die kämpft viel mit dem Bogen. Aber irgendwie habe ich das noch nie benutzt in Gothic. Deswegen, keine Ahnung, ich habe immer nur Nahkämpfer gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Und eigentlich im neuen Lager meistens. Aber da ich ja diesmal in Richtung der Magie gehen möchte, wird das sicherlich spannend. Naja, Knochenboden. Schaden 36, benötigte Geschicklichkeit 18. Also wir können ihn nicht mal anlegen, denn unsere Geschicklichkeit ist immer noch auf 10. Deswegen, ja, alles gut, alles gut. So, haben wir denn hier irgendwelche interessanten Dinge? Da geht's hoch. Ich weiß nicht, ob wir von da oben das hier unten gesehen haben. Ich glaube eher nicht. Vielleicht von da oben? Keinen blassen Schimmer. Aber vielleicht ist ja hier die Leitern hoch noch irgendetwas Spannendes. Wahrscheinlich kein Stampfer. Mal vorbei, wenn es da oben. Gucken wir uns das einfach mal an. Ist natürlich auch sehr intelligent, mit der Fackel einfach an diese hölzerne Leiter ranzugehen. Ich meine, wenn die Leiter Feuer fängt, ach, das ist doch nicht so wichtig. Noch ein Ring. Was Schönes dabei? Was ist das denn? Ach, da oben ist der. Ring der Gewandtheit, Geschicklichkeitsbonus 5. Ah. Wo wir schon von der Gewandtheit gesprochen haben, aber der Bonus würde immer noch nicht ausreichen, dass ihr den Bogen anlegen könnt. Und wie gesagt, ich habe ja überhaupt kein Interesse daran. Deswegen ist das auch nicht so schlimm. Können wir verkaufen. Und gut ist. So, nein! Ach, verdammt, die falsche Taste gedrückt. Dann gehen wir halt nochmal hoch und holen uns die Fackel wieder zurück. Ja, ich weiß, ich habe noch 5. Aber manchmal muss man einfach ein bisschen geizig sein. Boah, und jetzt stellt euch mal vor, dieses ganze weiße Zeug würde dauerhaft durchflackern. Also ihr könnt ja, wenn ihr lustig seid, könnt ihr ja schon mal zum Ende des Videos vorspringen und euch dann angucken, wie es dann aussieht, wenn es flackert. Oder ihr spoilert euch das nicht und lasst das dann als kleine Überraschung, aber dann werdet ihr sehen, dass ihr das nicht sehen wollt. Wie gesagt. Oh Mann. Aber ich bin froh, dass ich eine Lösung gefunden habe. Also ich habe online ein bisschen geguckt und eigentlich das Einzige, was ich dazu gefunden habe, war im Let's Play Forum. Und ich muss sagen, das Let's Play Forum ist mir relativ unsympathisch. Ich habe es früher ein bisschen frequentiert. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, das ist einfach nicht meine Art von Community. Vor allem, weil halt, ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch gar nicht drüber ablästern. Ich lasse es einfach mal so dahingestellt, dass es einfach nicht für mich ist. Und das Einzige, was ich halt zu dem Problem gefunden habe, war tatsächlich im Let's Play Forum, ich glaube 2 oder 3 Threads. Und da hieß es dann immer, ja, benutze halt Fraps, weil mit Fraps funktioniert das. Aber da ich Fraps nicht besitze, sondern ein anderes Programm benutze, nämlich DXStory, wollte ich das nicht machen. Und nur für diese alte Mine wollte ich mir halt auch nicht Fraps kaufen, denn das kostet mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das kostet, 15 Euro oder so mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Fraps kostet. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel DXStory kostet. Ich habe das Programm einfach schon so lange. Und die Lizenz läuft ja nicht aus. Und deswegen, warum soll ich mir da Fraps holen, wenn DXStory mir besser gefällt? Ja, es hat ja schon einen Grund, dass ich das benutze. Und mit der Lösung wollte ich halt einfach nicht arbeiten.
Und irgendwo habe ich dann irgendwas gesehen von wegen Fenstermodus. Und dann dachte ich mir, hey, das könntest du doch mal ausprobieren. Alle anderen Sachen, die du irgendwie ausprobiert hast im Aufnahmeprogramm, etwas geändert. Ich bin der König des Erzübels. Im Aufnahmeprogramm was geändert, in Gothic was geändert, hat alles nichts geklappt. Das kann ich noch ausprobieren und siehe da, es funktioniert. Ah, hier hinten geht es ja zum kaputten Stampfer. Ich meine, wir wären hier auch schon mal lang gegangen, als wir uns die alte Mine das erste Mal angeschaut haben. Genau da unten ist ein Orksklave, der sich ausruhen kann. Und da ist der besagte Stampfer, der repariert werden muss. Tja. Aber wir haben ja noch einen Schacht, den wir uns anschauen können. Ja, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Ich meine, wenn wir über Pfeile reden, dann sind das Schäfte. Ja, weil so ein Pfeil besteht halt aus einem Pfeilschaft und vorne einer Spitze und hinten Federn. Zumindest so ein normaler Pfeil, wie ich ihn mir vorstelle. Ich denke mal, es gibt auch irgendwelche besonderen Modelle, die noch spezielle Add-ons haben. Aber da kenne ich mich einfach nicht gut genug für aus. Und da wäre das richtig gewesen. Aber im Minenwesen ist es wohl dann doch eher der Schacht. Tja. Allgemeinbildung ist nicht so gut in dieser Folge. Für mich. Aber ich bin ja lernfähig. So. Okay. Ja, diese Leiter hier oder die da unten, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es ist die hier oben. Ist in Gothic relativ infam, denn es kann passieren, dass man nicht mehr hochkommt. Oh, verdammt. Ich habe nicht gespeichert, oder? Och, nö. Och, nö. Im Ernst? Im Ernst? Oh. Warum liegt ein toter... Warum liegt hier ein toter Gardist rum? Hä? Okay, egal. Dann müssen wir die Minecrawler wohl nochmal umbringen. Ja, also relativ infam, dieser Schacht hat mich jetzt schon ein einziges Mal umgebracht. Mal schauen, ob gleich nochmal da was dazu kommt, die mich umbringen. Dann werde ich aber speichern, bevor ich diese Leiter runtergehe. Ah, sehr ärgerlich. Ja, egal. Dann hauen wir jetzt halt die Minecrawler hier um. Ich sage jetzt, hey, wir kriegen dafür durch nochmal das, dadurch nochmal das Level Up. Das ist auch schön. Ich finde, Level Ups sind in Rollenspielen immer so ein schönes Erlebnis. Ja, hörst du mal auf, dich zu verteidigen. Dankeschön. Und wie gerade eben möchte ich dann den anderen Schacht zuerst machen. Nicht, dass die doch noch sich entscheiden, irgendwie rauszukommen, weil sie halt irgendwie den Schacht zu langweilig finden, mal Urlaub machen wollen. Ich meine, wohin gehst du als Minecrawler in Urlaub? Die ganze Mine ist voll von Menschen, die wollen dich umbringen. Vielleicht, weil du sie irgendwie als leckeren Snack ansiehst, ne? Und deswegen hier im Hauptschacht Urlaub zu machen, ne? Ist zwar all inclusive, aber sehr gefährlich. Ich meine, all inclusive, du kannst halt so viel essen, wie du kannst. Eat as much as you can, das hat dann eine ganz neue Bedeutung, weil eat as much as you can heißt, ess solange du noch am Leben bist. Aber hey. So. Also das ist jetzt fast schon ein bisschen enttäuschend, dass ich so gut mit den Minecrawlern klarkomme. Weil irgendwie, für mich waren Minecrawler, wie gesagt, immer diese großen, bösen Viecher. So, nehmen wir die Fackel nochmal. Vor allem, ich bin wirklich ein bisschen geizig, denn ich nehme die Fackel, die keinen Wert hat. Weil die kann ich verkaufen für zwei jeweils. Beziehungsweise für einen Erz, die haben einfach nur einen Wert von zwei. Und die hier wurde halt schon mal irgendwann benutzt. Deswegen benutze ich einfach die weiter. Recyceln ist wichtig. So, das ganze Zeug hier nehmen wir mit. Es war ja glücklicherweise nicht so viel Fortschritt, der jetzt verloren gegangen ist. Habe ich die schon ausgenommen? Nein, habe ich nicht. So. Gut, dann wollen wir nochmal eben den Ring holen und uns dann im anderen Schacht auch noch das Zeug nehmen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas Spannendes lag. War da irgendwas? Achso, ich glaube ja einmal jetzt fällt mir nur das englische Wort ein. Maze. Ein Streitkolben. Ein Blutfliegenstachel oder so vermutlich. Aber ansonsten. Aber hey, will ich mitnehmen, kann ich verkaufen. Kann ich mir noch bessere Rüstung leisten, falls wir sie irgendwann denn zur Verfügung kriegen. Und bessere Waffen und vor allem für die ganzen Runen- und Magie-Level und so werde ich vermutlich dann auch noch ein bisschen Geld brauchen. Deswegen ist das ganz gut, dass wir ein schönes Polster haben und uns auch noch ein größeres Polster anlegen.
Und den Höllenpilz nehme ich auch noch mit. Wer weiß, vielleicht kann ich den ja irgendwann eintauschen. Da ist noch einer. So, ich speichere jetzt schon mal. Ja, nicht, dass ich das gleich vergesse. Dann habe ich zumindest jetzt schon mal die Minecrawler fertig gemacht. Und ich weiß nicht genau, warum hier ein toter Gardist rumlag. Ich bin der Meinung, der lag vorhin noch nicht darum. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Aber es waren noch keine Minecrawler irgendwie in der Nähe, die ihn hätten umbringen können. Und vor allem habe ich ja die ganzen Minecrawler selber umgebracht. Die waren ja alle vier noch hier drin. Deswegen verstehe ich nicht genau, wo der herkommt. Aber gut, das soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Das ist jetzt nicht so mein Problem. Ja, ich hätte auch einen Lichtzauber zaubern können. Dann hätte ich gleichzeitig meine Waffe benutzen und das Licht haben können. Das Problem ist, der ist halt nur temporär und dauert nicht so lange an. Und da wir da nur eine begrenzte Anzahl von Spruchrollen haben. Guck mal, so Tränke noch hier. Ich weiß gar nicht, ich habe mir die Tränke gar nicht angeguckt. Vielleicht ist da noch was Interessantes dabei. Wobei, es sind wahrscheinlich einfach nur Heiltränke und Mana-Tränke. Schauen wir doch mal eben. Wie viel hat es? 4300. Ja, das ist super. Ja, es waren nur normale Tränke. Gut. Dann trinke ich jetzt aber einen Trank der Geschwindigkeit. Er hat den Trank getrunken, aber er sprintet nicht. Wow. Weil ich die Fackel anhabe, oder wie? Tatsächlich. Ich kann mit der Fackel nicht sprinten. Ja. Sehr gut. Richtig bugfrei, dieses Spiel. Oh Mann. Wahrscheinlich hätten sie dafür einfach keine Animation oder so. So ein Blödsinn. Mit den Templern hatte ich mit denen schon... Egal. Ihr habt ja die Dialogoption gesehen und ich glaube nicht, dass das irgendwie für uns noch was freischaltet jetzt. Deswegen sprinten wir hier hoch und können uns jetzt nochmal mit der Leiter des Todes auseinandersetzen. Ist natürlich doof, dass ich jetzt sprinte. Das erhöht meine Chance nur, dass ich sterbe. Boah, vorsichtig. So genau, jetzt gehen wir die Leiter runter. Dann werden wir sehen. Jetzt probiere ich das einmal aus, ob ich hier wieder hochkomme. Genau. Nein, wir kommen nicht wieder hoch. Aber es gibt nur irgendwie eine andere Möglichkeit, wenn wir von da oben hier rüber springen. Das klappt schon. Aber eben für diesen Bug ist diese Leiter relativ infam geworden. So, wir springen natürlich direkt hier runter. Na, habt ihr Hunger? Wollt ihr einen Snack haben? Wenn jetzt hier einer runterkommt, ne? Oha. Ja, wenn die alle auf einmal kommen. Oh, verdammt. Ich brauche ein bisschen Abstand. So, kommt her. Kommt her, ihr Mistviecher. Ich habe nicht umsonst diese Leiter überlebt. Ich werde auch euch überleben. Also ihr seht, die können doch ordentlich Schaden machen, wenn sie alle auf einmal ankommen. Aber es hat ja jetzt doch... Na, der zuckt noch. Hat ja doch ganz gut funktioniert. War zwar knapp, aber hey, noch lebe ich. Ich finde, das ist nochmal ein Speichern wert. So. Und ich finde, das ist... Moment, wie viel Lebensenergie habe ich verloren? Ich habe noch 27 von 178. Not bad. Das sind 158 Lebenspunkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also trinken wir einfach mal zwei von denen und dann... Dann essen wir irgendwie hier noch einen Schinken. Das passt genau. Wunderbar. Sehr schön. So, dann schauen wir uns mal um. Das sieht doch aus wie ein Stampfer, der nicht mehr in Gebrauch ist. Dann ist das vielleicht die Höhle, wo das Zahnrad rumliegt. Und die haben wir es doch auch schon. Das war irgendwie einfach. Na gut. Können wir eigentlich wieder zurück. Aber vorher schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Denn hier liegt ja noch jede Menge Rabenkraut herum. Und ich glaube, damit können wir unser Mana wieder auffüllen. Schauen wir doch mal eben. Genau, Mana-Bonus 15. Nehmen wir mit. Kann ich bestimmt noch gebrauchen. Werde ich garantiert noch gebrauchen können. Und hier ist schon wieder so dunkel. Na gut. Wie viele Lichtzauber haben wir denn? Drei. Ich bin zu geizig. Ich nehme die Fackel. Und dann ist hier nicht mal irgendwas Spannendes. Na toll. Oh, doch da. Ein ganzer Vorrat Rabenkraut. Und das nehmen wir natürlich gerne mit. Und da sind, glaube ich... Nein, es ist alles nur Rabenkraut. Na gut. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich meine, hallo? So viele Items. Sehr schön. So. Komm, das überlebe ich doch. Jawohl, nicht mal Schaden bekommen. Dann versuchen wir mal,
hier wieder rauszukommen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Denn wir müssen ihnen ja das Zahnrad zurückbringen. Ich glaube aber, diese Leiter hier sollte kein Problem darstellen. Ich hoffe es zumindest. Naja, so halb. Wir haben es auf jeden Fall wieder hier rüber geschafft. Das ist die Hauptsache. Das speichere ich auch nochmal ab. Also, in diesem Raum ist Speichern durchaus wichtig, wie ihr merkt. So, die Höllenpilze. Ich meine, eigentlich bringen mir die Höllenpilze nicht mehr wirklich viel, aber... Ach, ihr kennt das sicherlich. In einem Spiel, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal philosophiert, in einem Spiel, wo man einfach unbegrenztes Inventar hat, dann nimmt man einfach alles mit. So. Ist ja nicht so wie in Skyrim oder so oder den anderen Elder Scrolls Spielen, dass man halt nur ein begrenztes Gewicht tragen kann. Da überlegt man sich dann doppelt, was man gerne mitnehmen möchte. Meine Spitzhacke. Jetzt kann ich euch das auch einmal demonstrieren, dass wir hier mit Fackel... Oh, das sieht ja richtig geil aus. Oh, ist das geil. Wir haben unsere Fackel verbessert. Unsere Spitzhacke verbessert. Wir haben eine Fackel vorne dran gebracht. Aber es ist halt leider nur... sieht einfach so herrlich bescheuert aus. Es ist leider nur eine Animation und wir kriegen keinen Erz daraus. Deswegen werde ich das jetzt abbrechen. Oh Mann, dieses Spiel. Ich hab's gern. So, ist hier oben noch irgendwas Spannendes? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ist da hinten irgendwas? Ich kann es nicht wirklich erkennen. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Also, unter der Voraussetzung, dass ich rüberkomme natürlich. Ja, okay. Vergessen wir das einfach. Ich habe es überlebt und das ist mir jetzt die Hauptsache. So, dann wollen wir mal wieder hier rüberspringen. So. Ha, nimm das, Leiter. Ich brauche dich nicht. Und dann gehen wir mal zu Ian und bringen ihm das Zahnrad zurück. Oh Mann. Also schön, 2 Bugs. Wir können die Leiter nicht erklimmen. Also vielleicht sogar 3 Bugs. Ich weiß ja nicht, was es mit dem toten Gardisten auf sich hat, aber auf jeden Fall die Leiter und wir können mit Fackel nicht sprinten. Echt super. Aber gut, die Gothic-Spiele waren noch nie dafür bekannt, dass sie sonderlich bugfrei waren. Und das hier ist ja schon die gepatchte Version. Ich glaube, ich habe die ungepatchte niemals gespielt. Und ich glaube, ich bin auch ganz froh drüber. Durchaus, ja. So. Ian, wir haben hier was... Na, ich würde nicht mit dir reden, Alberto. Aber wenn wir schon mal dabei sind, hast du irgendwas Spannendes dabei? Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst. Wenn du Erz hast. Ach, an Erz mangelt es uns so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum. Äpfelpfeile. Nö, nichts für mich Interessantes dabei. Ian, hallo. Für Gomez. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Ich glaube, mit Asghan haben wir tatsächlich auch schon mal geredet. Der ist da unten bei dem reparierten Stampfer. Und wir werden jetzt auch mal vorbeigucken und schauen, ob der Stampfer schon in Aktion ist. Und ja, dann dem Orksklaven beglückwünschen, dass er jetzt nicht mehr faulenzen kann. Ist natürlich schon irgendwo ein bisschen gemein, aber hey. Wir gehören ja eigentlich auch, also was heißt eigentlich, wir gehören ja auch dem alten Lager an und wollen natürlich, dass hier in der Mine ordentlich gefördert wird, damit wir halt vernünftig Handel treiben können. Auch wenn ich als Schatten irgendwie nicht so viel davon abbekomme tatsächlich. Aber hey, vielleicht sollten wir doch Gardist werden und dann Schutzgeld von den Buddlern erpressen. Wobei, wir können uns ja nicht beklagen, wir haben so viel Erz. So. Oh ja, der Stampfer ist wieder in Aktion. Faszinierende Konstruktion. Und faszinierende Stärke, die der Ork hat. Ist zwar nichts drin, aber hey, ich stampf die mal weiter. So, aber wir wollten mit Asghan reden. Und der befindet sich hier oben. Für Gomez.
Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Ja, das lässt sich doch einrichten. Wir gehen einfach zu den 3 Gors und sagen denen, hey, hier, Crawler kloppen, kommt mal mit. Und dann läuft das schon. So, dann nehme ich nochmal unseren letzten Geschwindigkeitstrank, denn ich möchte das jetzt auch nicht so lange in die Länge ziehen, denn mal eben zu den Templern hinlaufen ist jetzt eigentlich nicht so besonders spannend. Aber wir können das leider erst machen, wenn uns Askan gesagt hat, hey, wäre cool, wenn das geht. Deswegen machen wir das jetzt einfach und damit ich den Trank auch sinnvoll ausnutzen kann, gehe ich erstmal zum Obersten und rede dann mit den beiden, die hier unten sind. Denn die Zeit, die der Trank wirkt, verstreicht natürlich auch, wenn wir mit Leuten reden, ist ja klar. Man darf auch nicht alles glauben. Ja, genau, man darf auch nicht alles glauben, aber das dürft ihr glauben. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Lass mich. Sehr schön. Oh, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit übrig. Das finde ich schön. Ich glaube zwar nicht, dass das bis ganz unten reicht. Ja, war ja klar. Aber hey, immerhin, für diese Distanz waren wir noch ein bisschen schneller unterwegs. Da will ich mich nicht drüber beschweren. So, und die anderen beiden sind ja dann direkt hier. Gorna Kosch. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut, wir treffen uns beim großen Durchgang. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Ja, einen Heiltrank können wir entbehren. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Ja. Lass mich vorbei. Ja, ja, kein Stress. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal für diese Folge. Ich meine, wir haben es endlich geschafft, dass wir tiefer in die alte Mine hinein können und haben ein paar Crawler umgekloppt und sind sogar in Level gestiegen. Ja, das ist schon mal eine schöne Sache. Und das nächste Mal werden wir uns dann anschauen, was hinter diesem riesigen Eisengitter zu finden ist und ob da hinter sich wirklich ein Nest der Minecrawler befindet. Und ja, ich würde sagen, bis dahin macht's gut. Und wer jetzt gerne noch das Flackern sehen möchte, der kann gerne noch weiter gucken. Das werde ich jetzt nämlich als kleine Bonusszene hinten dran fügen. Alle anderen, die es nicht sehen wollten, den würde ich empfehlen, jetzt das Video auszumachen. Naja, bis dahin, macht's gut. Ja, hier sind wir wieder da, wo wir die Aufnahme begonnen haben. Und ihr könnt schon sehen, die Fackeln und die Banner da hinten flackern lustig rum. Genau wie unser Inventar und das Hauptmenü. Super, ne? So, das hier ist aber noch einigermaßen erträglich, aber, ach komm, wir haben ja noch die Tränke. Wenn ich mal eben einen nehme und dann da runter sprinte und euch die eine Höhle zeige, dann werdet ihr sehen, dass ihr das nicht sehen wollt. Ich glaube, das ist schon das dritte Mal, dass ich diese Formulierung benutzt habe. Aber egal, ich finde es halt einfach echt furchtbar, was auch der Grund ist, warum ich dann die Aufnahme nochmal neu gestartet hatte. Aber hey, jetzt also es hat ja funktioniert, so wie ich das gemacht hatte, deswegen ist ja alles gut. So, ja genau, hier noch lustig flackern, das ist einigermaßen erträglich. Also manchmal, wenn man in bestimmte Richtungen guckt, ist es auch gar nicht so schlimm. Dann flackert das nur ab und zu mal so ein bisschen und gar nicht so häufig. Hier zum Beispiel, da seht ihr, ja, Banner, und dann irgendwann flackert es ein bisschen. Ja, das geht aber noch. Wenn ich jetzt hier in diese Höhle reingehe, dann seht ihr jetzt schon, dass das alles flackert.
Und wenn ich dann jetzt hier reinlaufe, guckt euch das mal an. Das ist furchtbar, oder? Das kann man doch nicht machen. Vor allem auch die Lebensenergie flackert und... Nee, das könnt ihr vergessen. Könnt ihr einfach vergessen. So, ich werde jetzt hier noch einmal Suizid begehen. Yay! Aua. Okay. Ja, aber in dieser Höhle waren wir, glaube ich. Ich kann mich leider nicht weiter... Ach doch, ich kann so gucken. Ja, ich kann aber den Höhleneingang nicht sehen. Aber das ist die Höhle genau. Da ist die der Streitkolben und die Tränke, die ich eingesammelt hatte. Also hier waren wir auch. Alles kein Problem. Gut, ja, so viel nur noch zum Flackern. Jetzt, wo ich tot bin, flackert es natürlich nicht mehr, ist klar. Ah, okay, es flackert doch noch, okay. Ja, wie auch immer, wir werden jetzt hier uns in dieser Höhle einfach ausruhen, denn ihr seht, der Held atmet immer noch, also eigentlich ist er gar nicht tot, aber ich werde hier nie wieder aufstehen können, ich kann nicht mal mehr das Inventar öffnen. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das Video jetzt mal mit dieser schönen Szenerie hier, mit den Minecrawlern im Hintergrund, mit den garstigen Viechern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.